Grinskram. Das ist das Geschäft von Thomas Mohr. Der 29-Jährige hat den Laden in der Lessingstraße neu eröffnet. Umweltschonend, nachhaltig und fair produziert. Diese Kriterien müssen Produkte erfüllen, um von Thomas Mohr ins Sortiment aufgenommen zu werden. Worum genau es sich bei dem Produkt handelt, ist dabei erstmal nebensächlich. Denkanstoß dafür gab mir eigentlich meine Reisen in die USA. Meine Stiefoma hatte da gewohnt und bei meinen Aufenthalten dort ist mir zunehmend aufgefallen, dass alles irgendwie von Plastikmassenproduktion durchdrängt ist und das alles eine riesen Wegwerfgesellschaft einfach ist. Und wenn man da ein Bewusstsein dafür entwickelt und auch mal hier sich im Alltag umschaut, sind wir nicht nur auf dem besten Weg, sondern wir tun dem sozusagen gleich. Und da habe ich mich einfach entschieden, dass da mal ein Schritt in die richtige Richtung gegangen werden muss. Und deswegen engagiere ich mich hier mit meinem Konzept. Die Strickpuppen hat die Mutter seiner Freundin gefertigt. Und die Notizblöcke aus baumfreiem Papier liefert ein Freund aus Indien. Thomas Mohr hält überall Ausschau nach schönen Dingen, auch auf Flohmärkten. Die Ledertaschen zum Beispiel hat er selber secondhand gekauft und hergerichtet. Als Ökoaktivist sieht er sich allerdings nicht. Ich sehe das viel mehr so, dass ich einfach für die breite Masse der Gesellschaft ein Bewusstsein öffnen möchte und einfach Alternativen und Möglichkeiten zeige. Und genauso wie ich mich jetzt selbst nicht als typischen Öko sehen würde, kann ich im Umkehrschluss sagen, wieso sollen meine Produkte nicht auch den Porsche-Fahrer erreichen, der dann durch die Integration von solch Produkten in seinen Alltag auch was Gutes für Körper und Umwelt tut. Also mein Ziel ist es einfach, die breite Masse der Gesellschaft zu erreichen. Verantwortungsbewusstsein in die Konsumgesellschaft integrieren. Thomas Mohr hat sich einiges vorgenommen.